Ist das Gesetz Sünde? Ist das Gesetz etwas, was unsere Gesellschaft ruiniert? Er sagt, nein, auf keinen Fall, das sei ferne. Aber die Sünde erkenne ich nicht außer durchs Gesetz. Woher weiß ich denn, dass ich ein Problem habe und vom Gas gehen muss draußen? Woher weiß ich das denn? Wie komme ich dazu? Weil es eine Regel gibt, die sagt, du sollst hier genau 30 Stundenkilometer fahren. Also, was ist jetzt die Freiheit? Ist die Freiheit die, dass ich mich daran halte und im Rahmen bleibe und dann auch kein Problem habe? Oder ist die Freiheit das, dass ich über diese Ordnung hinweggehe und dann eventuell in meiner Freiheit eingeschränkt werde, nämlich durch Zwangsgeld, Bußgeld und bis hin zum Verlust des Führerscheins? Also wo ist die Freiheit? Die Freiheit ist doch eindeutig da, wo man erkennt, wo ich übers Ziel schieße, über die Grenze gehe. Dann heißt es hier noch in Römer 7, denn ich wusste nichts von der Begierde. Hier wird das Beispiel nicht mit der Straße benutzt, sondern Paulus nimmt einfach dieses Beispiel und sagt Begierde. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes, also in Luthersprache, also du sollst nicht auf der Straße deiner Nachbarin und deiner Lehrerin oder sonst irgendjemand Begierde haben. Du sollst das nicht tun. Woher hätte ich das gewusst, dass das ein Problem ist, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren? Woher weiß ich das, wenn nicht das Gesetz es sagt? Wir sagen, ja, ist doch einfach ganz einleuchtend. Aber wie ist das in der Praxis? Wie gehen wir damit um? Ist es nicht so, dass wir bewusst manchmal das Gesetz ein wenig weiter von uns weglegen? Ein bisschen weiter weg, noch ein bisschen weiter weg, damit es uns nicht das zeigt, was das Problem ist. Ist es nicht oft so, dass nicht das Problem das Gesetz ist? Wie Paulus sagt, ist das Gesetz das Problem? Ist das Gesetz die Sünde? Nein! Das Problem ist, fängt da an, wo man in der Gegenwart des Gesetzes merkt, hoppla, ich habe ein Problem. Da beginnt für viele die Sorge und das Problem. Dann heißt es in Römer 3, Vers 20, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Nun, wer unter uns möchte nicht gern verstehen und erkennen, wo er anfängt, den Rahmen zu verlassen, den Gott uns gesteckt hat. Woher kommt diese Antipathie in dieser Welt gegen die Ordnung Gottes? Es nahm alles seinen Anfang bei dem, wo wir studiert haben, der vor Jahrtausenden im Himmel schon gesagt hat, das Gesetz Gottes dient nur dazu, uns einzuengen und uns unsere Freiheit zu nehmen. Wenn wir aber dieses Gesetz beiseite legen, dann haben wir erst wirklich Freiheit. Dieser Gedanke ist teuflisch und wird bis heute selbst von Christen geglaubt. Einen teuflischen Gedanken, nämlich, dass das Evangelium kein Gesetz braucht. Die wahre Freiheit ist weg vom Gesetz Gottes. Was ist die Funktion des Gesetzes also? Sie zeigt uns auf und definiert, was Sünde ist. Wer sollte uns sonst sagen, was Sünde ist? Der eine sagt, das war nur eine kleine Notlüge. Der andere sagt, nein, das war eine Falschaussage. Aber wer definiert das? Der eine sagt, ich habe dein Auto nur kurz ausgeborgt. Der andere sagt, du hast es geklaut. Ich habe mit deiner Frau nur interessant gesprochen und wir haben uns einfach nett unterhalten und der andere sagt, nein. Du hast meine Frau tätlich angegriffen. Verstehen wir, woher kommen wir drauf, dass wir sagen etwas, nein, das ist nicht in Ordnung oder das ist in Ordnung?
Das Gesetz Gottes offenbart uns unser Fehlverhalten und das passt uns nicht. Geben wir es doch ganz offen zu. Es passt uns nicht, dass es etwas gibt, das sagt, hier bist du über das Ziel rausgeschossen. Hier hast du die Grenzen übertreten. Jakobus 1, Vers 23. Was ist die Aufgabe, was ist die Funktion des Gesetzes? Viele, Millionen von Menschen verstehen es nicht und haben deswegen Unfrieden mit dem Gesetz Gottes. Ist das Gesetz da, um uns zu erlösen? Nein. Das Gesetz Gottes kann nicht erlösen. Wir haben einen Abend darüber gehabt, wo wir gesehen haben, dass es nur einen gibt, der durch sein Blut uns erlösen kann. Aber was ist dann das ganze Drumherum und das Trara? Warum so viel Trara machen über das Gesetz Gottes? Ganz einfach. Weil wir durch das Gesetz wie in einen Spiegel schauen. Ich habe jetzt keinen Spiegel da. Aber jeder von uns macht das jeden Morgen. Mindestens. Wir gehen morgens nach unserem Aufstehen, gehen wir ins Bad. Egal, was wir zuerst machen. Vielleicht erst zwei Gläser Wasser und dann ins Bad. Oder umgedreht. Und wir stellen uns vor den Spiegel und schauen dementsprechend lang oder kurz rein und wir stellen fest, viele machen dann gleich Schminke drauf, weil sie denken, es wird dann besser, aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir, wenn wir in den Spiegel schauen, wollen wir etwas wissen. Wir wollen wissen, wie sehen wir aus? Wie muss ich mich gestalten, dass ich heute auf die Straße gehen kann? Der Spiegel zeigt uns, ob wir die Haare zerzaust haben, ob wir Flecken haben und so weiter und so fort. Jakobus versuchte das uns deutlich zu machen, was im Prinzip die Funktion ist und warum es so wichtig ist, das Gesetz zu haben. Wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, Achtung, wenn wir das Gesetz nur hören und sagen, ja, das kann ich, aber es nicht tun, dann vergleicht Jakobus uns mit einem Mann oder einer Frau, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, geht in den Spiegel und sagt, wie sehe ich denn heute aus? Und sieht, das ist ja eine Katastrophe, so kann ich nicht auf die Straße gehen. So kann ich nicht unter die Leute. Und dann dreht er sich um, geht duschen, geht weg vom Spiegel, hat völlig vergessen, wie er ausgesehen hat und geht genau so raus. Denn nachdem er sich beschaut hat im Spiegel, geht er davon, ändert aber da nichts dran, wie er aussieht, und vergisst von Stund an, wie er aussah. Das heißt, nur einen Spiegel zu haben, um ihn mit uns herumzutragen, macht keinen Sinn. Denn der Spiegel ist von Gott gegeben, uns etwas zu zeigen. Und was soll er uns zeigen? Wie wir aussehen. Das Gesetz Gottes zeigt uns, wo wir gesündigt haben. Und dann heißt es in Vers 25, bitte genau mitdenken, wer aber durchschaut, das heißt, wer durch den Spiegel des Gesetzes durchschaut, nämlich das Gesetz der Freiheit, und dabei beharrt, das heißt, wer sich durch dieses Gesetz anschaut und tatsächlich auch das zu Herzen nimmt, was das Gesetz einem zeigt, und dabei bleibt und nicht einfach weggeht und sagt, naja, schrecklich, aber naja, eigentlich ist ja nicht so schlimm, ich habe viel zu tun, weiter im Alltag. Ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Gesetzes, der wird glücklich in seiner Tat. Schon mal gehört, dass das Gesetz Gottes glücklich macht? Ich höre da hauptsächlich von Menschen, dass es belastet, unfrei macht, aber dass es nicht glücklich macht. Ich möchte uns einladen, das selber auszuprobieren. Ich habe das in meinem Leben ausprobiert. Ich war Christ geworden, und ich war froh, Jesus gefunden zu haben. Und es gab Bereiche in meinem Leben, da habe ich mich an Jesus nicht genau gehalten, was er eigentlich mir gezeigt hat durch sein Gesetz. Er hat mir gezeigt, Junge, da gibt es einen Runzel. Und du solltest da nicht einfach nur was drüber pinseln, sondern du solltest gucken, dass der wegkommt, der Fleck. Und dann habe ich mich aufgemacht und bin zu Christus gegangen und gesagt, Herr, du musst den Fleck wegmachen. Ich kriege ihn nicht weg. Und ich habe ihn mir von Jesus wegmachen lassen und ich wurde glücklich. Ich habe ein anderes Leben geführt.